Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniUlp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis. In der letzten Folge haben wir Quests gemacht und jetzt machen wir weiter mit Quests. Obwohl ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt mit der Story weitermachen soll oder mehr mit den Quests. Quests. Ja. Irgendwann mache ich die sowieso. Also, wenn dann durch noch etwas Climatikes. Das Climax meine ich bis zum Schluss aufbewahren und was uns egal. Keine Ahnung, ich mache einfach Quests. So, ich habe ein paar Anfragen offscreen erledigt mit so Sachen wie, hör, ja, gib mal hier so und so viele Sachen ab und so. Ja, bis auf zwei, nämlich die, für die ich hier so magische Katars bekomme. Nummer 68 und 11 leuchten, geil. Und, welche war das jetzt? Kunzitz-Katar, der Identifizierungscode, den mein Meister mir gab, lautet, der sieht aus, als wäre aus Tales of Hearts. Den habe ich schon mal gesehen irgendwo. So, die Titel habe ich jetzt automatisch hier ausgerüstet. Ich hoffe, jetzt kommen nicht so kleine Dinger hier, die wir erledigen müssen. Ich werde jetzt einfach nämlich, ja, da ist auch noch, da kriegen wir auch eine Karte, glaube ich. Deswegen habe ich auch noch nicht abgegeben. Ich würde sagen, wir machen dann hier nur so Cutscene-bezogene Quests. Obwohl, die müsste ich erstmal beide finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Da werdet ihr ja gleich sehen. So, magische Katar Nummer 85. So, die ist Ashs Katar. Wenn du dich von den vor dem Töten fürchtest, ja, Ash der Bloody aus Tales of the Abyss, ein geiles Spiel. Kann ich nur empfehlen für den 3DS oder PS2, wenn ihr eine habt, eine amerikanische. So war, glaube ich. So, dann mache ich mir mal die Suchenfunktion zunutze. Boah, irgendwo in Strata, weiß ich noch. Da gibt's noch was. Ah, perfekt. Okay, das ging sehr gut. Dann gehen wir mal zur Schatzkammer der Oswells. Die langjährige Schatzkammer der Familie Oswell liegt in den Wüsten verborgen. In der Wüste, meine ich. Den Wüsten klingt auch gut. Wenn ich mich nicht irre, dann gibt's ja auch noch was Schönes für uns. Beziehungsweise für Hubert. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Hubert? Das bin ich. Ist das nicht etwas groß für eine Schatzkammer? Warte mal, ich dachte, du kennst diesen Ort nicht, Hubert. Das dachte ich, aber als ich ihn plötzlich gesehen habe, sind plötzlich Erinnerungen aus meiner Kindheit zurückgekommen. Mit Oswell? Ja, ich erinnere mich, dass er Raymond und mich hierher mitgenommen hat. Im Nachhinein betrachtet hatte er wahrscheinlich damals schon etwas vor. Ja, ist das nicht offensichtlich? Was meinst du damit? Ruhe, was war das? Verdammt! Monster? Was ist, Hubert? Ich bin ein Idiot, kaum zu fassen, dass ich das vergessen habe. Jetzt kommt was Schlimmes, oder? Diese Schatzkammer wird von einem Wachmonster bewacht. Okay. Es kommt näher! Und da ist es! Was, so ein Ding? Hallo? Will ich mich verarschen? Gibt's doch nicht. Das ist doch kein Wachmonster, ey. Das haben wir ein paar Sekunden platt. Warte mal, ich habe doch noch eine neue, ja. Lotus Aurore, okay. Verdammt. Okay. Ja, da war auch kein Wachmonster. Hallo? War nichts. Ich habe den Schwierigkeitsgrad schon höher gestellt. Das war's mit dem Lahmwächter. Und jetzt kommt, lass uns ein paar Schätze plündern. Ich frage mich, ob die Schatzkammer wohl einen historischen Wert hat. Bestimmt. Schon möglich, aber Geschichte ist Geschichte. Wir müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Findest du wirklich? Ich glaube, die Geschichte spielt eine große Rolle für den Rest dieses Bauwerks. Warum gehen wir nicht einfach nachsehen, was drinnen ist? Yay. Erstmal plündern. Erstmal warte. Bevor das Monster aufgetaucht ist, hast du gesagt, es sei offensichtlich, warum Oswell mich mit hierher genommen hat. Was hast du damit gemeint? Kannst du dir das nicht denken? Wenn ich das könnte, müsstest du es mir nicht erklären. Er hat dich hierher gebracht, weil er große Hoffnung auf dich gesetzt hat. Auf mich? Mein Adoptivvater ist ein Verschwörer und Lügner. Das war er schon immer.
Hey, du hast doch gerade gesagt, dass die Geschichte Geschichte ist. Das ist nicht dasselbe. Doch, klar, sieh mal, selbst wenn Oswell von Grund auf böse ist, hat er dich doch gut behandelt. Und das ist es, was dich zu dem Mann gemacht hat, der du heute bist. Ha, das sagst du so, als wärst du dabei gewesen. Es ist nicht so schwer, Hubert. Hätte er dir nicht vertraut, hätte er dich nicht Raymond vorgezogen. Okay, das stimmt auch. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er das nicht getan hätte. Die Vorstellung, dass dieser Mann mich geprägt hat, ist schwierig. Ha, tja, ich finde, dass du dich ganz gut gemacht hast. Und jetzt komm, gehen wir. Ich will Schätze haben. Tschüss. Ich bin Ehrenretter, Bitch. Hübsche Zeichensprache. Ich glaube, da muss man sich in den Dialog so denken, hä? Tja. Da ist wohl was dran. Ich hab das ja vergessen. Ich bin so naiv wie Aspel. Wenn mir das schon reicht, gut von diesem Mann zu denken. Spross von Oswell. Sag mal. Na, langsam füllen sich die Titel ja. Sühne. Ja, geil. Beste mystische Art im gesamten Spiel. Ja, die dritte ist. Die ist aber die coolste von allen. So, haben wir noch irgendwas hier zum... Oh, geil. Echt hier noch was. Öffnen, wegschmeißen. Genauso machen wir mit den Schätzen da drinne. Ja, okay, danke. Alles klar, dann noch Hildruhe und hoffe ich, dass da drin noch ganz viel ist. Nee. Alles klar, dann los, ich will Schätze haben. Alles für mich. Wir haben es verdient. Haben wir hier noch was? Nee. Das ist auch eine Truhe, kann ich nicht öffnen. Bäh. Rotwein. Nein. Das soll so aussehen, als hätte ich alles mitgenommen. So, Klumpen. Meister Tonikum. Beutetrank. Meeresblaue Statue. Ah, okay. Haben wir ein Questobjekt. Ich habe auch keine Ahnung. Achso, deswegen stand da. Ich soll irgendwo hier sein. Ja, super. Kaiserliches Abzeichen. So. Muss ich irgendwie von der anderen Seite rein? Alles klar. Nee. Und das ist alles noch nicht das, weswegen ich hier hingekommen bin, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, gibt es noch was sehr Schönes. Rindfleisch. Fiesisch. Alles Teile. Keiner Trank. Sanduhr. Weißwein. Ja, meeresblaues Gewand. Rüstung, die nur Juba tragen kann. Das Licht des Ozeans gibt den Träger umfangreiches Wissen. Ja. Wie eine einzigartige Klamotte für einen unserer Charakter. So, guck dich das an. Guck dich das an. Guck dich das an! Okay, wir haben ein meeresblaues Gewand, ein Abgrundgewand. Und mehr nicht. Bernsteingewand, ja, wollte schon sagen. Drei Stück haben wir. Und ich muss jetzt wohl nicht noch darauf hinausgehen, dass es noch drei weitere gibt. Wo ich die allerdings herbekomme, das ist eine andere Frage. Ich meine, ich wüsste noch, wo sich eins befindet, aber bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber gehen wir jetzt mal gucken. So, jetzt müsste ich nochmal... Boah. Ja, wir können die Quests abgeben, genau, das war doch in Juliberte, glaube ich. Der meeresblauen Statue. Oder? Ich habe da jetzt hinrenne. Feinstes Fell, ja, du mich auch. Tue ich wieder auf Screen machen. Außer ich bekomme was Geiles dafür. Din, din.
Grand Kokma Musik. Das hört sich wirklich so an. Das Tales of the Abyss, Grand Kokma. Diese griechisch angelegte Stadt. So, dann gib mal Dingen ab. Deutschschülerin, okay. Uns Vertreter werden auf den 20. Ja, das kann ich mir. Wirklich nur Geld, da kann ich auch Screen machen. So, ich würde da mal gerne speichern, weil was jetzt kommt, da jetzt habe ich hier drüber gespeichert. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht im Eimer. Ah, egal. So, dann müsste ich mal jetzt gucken. Boah, wo ist das nochmal? Ich weiß nicht. Ich glaube hier irgendwo, ne? Ja, boah, mein Gott, bin ich gut. Ich habe das Spiel viel zu oft gespielt. So, dann gehen wir mal zur. Wo sind? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Zur Shuttle-Absturzstelle. Dieser Ort wurde schon längst von den Menschen vergessen. Okay. Da ist ein Stern. Gehen wir da noch nicht hin. Erstmal gucken wir hier nämlich. Oh, Silbergewand. Eine Kleidung, die nur von Sophie getragen werden kann. Silberlich hüllt den Träger sanft ein. Okay. Dann nimmst du diesmal. Ja, so viel dazu, dass ich nicht weiß, wo die sich alle befinden. Okay, geil. Das wird nur für Espel und für Pascal. So ein Dingen. Geil. Allerdings weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, was weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ich habe nicht mal an der Ahnung, wo sich die anderen Dinger befinden. So. Wie stelle ich denn das jetzt an? Es ist offensichtlich, warum ich ja nervös bin. Hier ist ein Shuttle abgestürzt. Das sieht ein bisschen familiär aus, ne? So, jetzt muss ich mir noch kurz was gucken. Wie mache ich das jetzt? Ich bin jetzt gerade auf böse. Okay. Lass mich mal kurz was gucken. Bratchenchen Eintopf. Aber irgendwas, was mich wiederbeleben. Ist offensichtlich hier, dass es hier ein Kampf kommt. So, wacht aus K.O. aus. Boah, okay. Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, ich kann auch laden. Hey, das ist. Es ist ein Shuttle und sieht genauso aus wie unseres. Sieht aus, als wäre es schon vor langer Zeit hier abgestürzt. Dieses Schiff. Kennst du es, Sophie? Ich habe das Gefühl, ich hätte es schon einmal gesehen. Sag, Sophie, kannst du dich an diese Dinge erinnern, die passiert sind, bevor du uns getroffen hast? Ich weiß nicht, manchmal glaube ich es, aber ich bin mir nicht sicher. Hui. Wer ist da? Ja. Aus wie ein Kind. Ist das nicht ein Kind? Er ist ganz durcheinander. Was ist passiert? Menschen, schon wieder. Diese Stimme klingt. Warte, Junge, bist du ein Humanoide? Was machst du hier? Alles in Ordnung? Geht's dir nicht gut? Soll ich mal nachsehen? Komm, lass mich. Hoch! Er wird gleich explodieren. Wir müssen ihn besiegen. Ja, der sieht ein bisschen bekannt aus. Kennen wir den nicht? Ein Humanoid, der womöglich aus Fodra stammt. Er ist kaum funktionsfähig. Ja, wir müssen den kaputt hauen. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Deswegen werde ich erstmal ein Dingens hier einsetzen. Ein Allesteiler, weil den werden wir brauchen. Dann werden wir den neuen Angriff schon. Das ist übrigens der eine Angriff. Los, erhole. Das Ding, das greift uns nicht an. Aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem kommt so eher nach dem Kampf.
Was mache ich denn? Ich wüsste ja noch, wie man das hier erledigt, aber unbedingt darauf zurückgreifen möchte ich auch nicht. Mein Gott, 75. Heilige Mama, war das viel. Okay. Hui. Ha! Zwiebelsuppe mit Kotons. Was? Am Ende? Okay. Ja, wir sind beinahe gestorben. Aus irgendeinem Grund habe ich... Ach, ich war bestimmt Dingens. Ah. Ich war bestimmt unverwundbar während diesen Angriff. Weil normalerweise wären wir alle tot gewesen. Aber ich hatte irgendwie Glück. Geil. Aber zum Glück habe ich diesen Angriff gespammt. Das war Lemnas erster Körper. Stimmt, er ist der Humanoide, den wir in der Aufzeichnung über Fodra gesehen haben. Dann ist er also hier gelandet. Aber warum hat er versucht, den Menschen aus dem Weg zu gehen? Er muss schlimme Erfahrungen gemacht haben. Mal ganz abgesehen von der Sache mit dem wechselseitigen Zerstörung. Es ist ein Wunder, dass wir überlebt haben. Ja. War mehr Glück als Verstand. Sophie? Ich werde dich nie vergessen, das verspreche ich. Erspel, ich möchte ein Grab machen. Ist das in Ordnung? Ein Grab? Ja, klar, natürlich. Wir helfen dir. Vielen Dank. Das ist schon mal gut gegangen. Beweis einer anderen Welt. Prüfen. Wie definieren die Humanoiden Glück? Mein Gott. Ich glaube, da kommt bei jedem was anderes, ne? Ruhe in Frieden. Vorher hätte ich wahrscheinlich kein Mitgefühl gehabt. Aber jetzt... Ruhe sanft, Kleines. Es überrascht mich, dass Sophie für ein Grab sorgen wollte. Verändert sie sich? Oder wird sie vielleicht erwachsener? Ruhe in Frieden, Kleiner. Das sah irgendwie nicht ernst zu nehmen aus. So, lauf mal mit Pascal wieder rum. Obwohl ich ja... Ich meine, hier war auch mal irgendwas. Wahrscheinlich kommen wir erst später. Mit später möchte ich jetzt noch nicht auf irgendwas hinausgehen. Okay, wir haben den Beweis einer anderen Welt. Und das Ding da war Lemdas Körper. Also das kleine Kind, wo was ja eigentlich Lemda war, ohne goldene Brille. Geh mal ab. Weil jetzt ist er ja nur noch irgendetwas. So, ich dachte erst, du wärst Oswald. Das wäre wie er Oswald aus. Okay, gehen wir das mal ab. Sühne. Okay. Über als dritte mystische Art. Wir sind voll im Eimer. Lass uns mal irgendwie ausruhen. Okay. Bin ich gut, dass wir überlebt haben. Ich meine, das lag daran, weil ich unbesiegbar war in diesem einen Angriff. Okay, hätte ich das gewusst, dann hätte ich den, ja, keine Ahnung, hätte ich einmal geguckt, wie er aussieht. Oh, cool. Wenn er explodiert, dann im richtigen Zeitpunkt hat gemacht, aber keine Ahnung. Bam. Egal, wir haben überlebt, das ist das, was zählt. So, was rüstet ihr denn hier alles aus überhaupt? Tut alles so nur Level 4 Dinger hier ausrüsten. Okay, dann gehen wir mal die Dinger ab. Ein seltsames Zahnrad. Bams. Ich gehe mal nochmal zurück, damit die auch was anderes ausrüsten. Ich meine, tun die wahrscheinlich sowieso, aber ich bin da paranoid. So. Kampfschülerin gemeistert, okay. Und nun? Hat er mal noch die Prismenmesser, Pipinator, die kann ich übrigens irgendwie nicht herstellen. Ich habe die irgendwie noch nicht. Richtiges Pulver, feines Fell, ganz Reißzähne, Tagesmedizin, Flambeer, Spacken, Spaten meine ich.
Warte mal. Regenbogenlinse. Was hat Gauss-Siegel? Den hat damals schon gemacht. So. Auf sehen und wollte ein Siegel zurück, das sie in den Fin-Forschungslabor geliehen hat. Hilfe wäre sehr willkommen. Postern auch so. Regenbogenlinse, Raserei-Stab, da kann ich alles auf Screen erstellen. Schokolade! Alles klar, dann. Okay, ich würde sagen, ich beende den Part hier, weil mehr gibt es jetzt hier nicht zu tun. Ja, ich gucke mal auf Screen, wo sich einige Dinger befinden und ja, damit ich die Zeit ein bisschen abkürzen kann. Im nächsten Part, dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Greatest Self. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!